Hi, willkommen zu einer neuen Folge Elden Ring. Letztes Mal waren wir ja hier in den optionalen Bereich bei den Steinschwertschlüssel. Da sind wir jetzt fertig und jetzt können wir wieder den Hauptweg weitergehen. Wo ich hoffentlich nicht runterfalle. Ich habe Blitzen gehört, aber es ist anscheinend nur Umgebungsmusik. Hoffe ich. Kein Schalter. Ach, er da oben ist das! Ja, er ist zu doof zum Werfen anscheinend. Okay, schnappen wir uns den hier. Oh, da schläft einer. Oh, der hat Augen. Das heißt, es gibt ein bisschen mehr. Sehr guter Schaden. Ich habe ja in der letzten Folge von Alexander das hier bekommen. Gefällt mir sehr gut. Ich weiß gar nicht, wie viel ich vorher gegen die gemacht habe. Ich glaube 2-1, 2000, irgendwie sowas. Also, mit meinen Vampirflammen mache ich jetzt ordentlich Aua. Moment, das ist ein Item. Bin ich nicht von da gekommen? Nee, von hier bin ich nicht gekommen. Doch, von hier bin ich gekommen. Wieso liegt da noch ein Item? Oder wieso habe ich das nicht gesehen? Sollte die Frage sein. Drachenschild Talisman plus 2. Jetzt haben wir alle. Wahrscheinlich. Den normalen plus 1 und plus 2. Ah, ein Zauberer. So, dann ist jetzt die Frage, welchen Weg wollen wir nehmen? Gibt wieder ein paar Optionen. Gehen wir mal... Ja, wir müssen jetzt durch dieses ganze Gebäude wahrscheinlich durch. Also die Treppe... Ich würde fast vermuten, die Treppe führt mich dahin, wo ich hin soll. Vielleicht auch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, die führt mich hier hin, aber anscheinend nicht. Es ist gut, dass ich die Treppe zuerst genommen habe, wenn das optional ist. Aber so optional sieht das gar nicht aus. Wo führt mich das hin? Wieder zurück? Was? Schauen wir mal. Okay. Wenn ich da runterspringe... Ich habe das Gefühl, da war ich schon. Ja, da ist ein Item schon aufgenommen. Ja, 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 da war ich schon. Das ist die Treppe, die uns zum, zum Schlüsselstein-Türchen führt. Da brauche ich nicht wieder hin zurück. Da war ich schon. So, ich glaube, von hier bin ich gekommen, ne? Ja, von hier bin ich gekommen, richtig. Dann gehen wir erstmal hier hin. Das scheint der richtige Weg zu sein, dann gehen wir dahin. Ich weiß, ich kann mich nicht entscheiden, Leute. Es ist schlimm, ich weiß. Wenn man von meinem gesamten Let's Play, glaube ich, nur die Sekunden zusammenschneiden würde, wo ich sage, ah, ich gehe dahin, nein, ich gehe doch nicht dahin, würde man, glaube ich, eine Stunde füllen. Vielleicht sogar länger. Okay, das sieht ein bisschen riesig hier aus. Oh nein!
Ein Schmelztiegel-Typ, der sehr gute Ohren hat. Aber auch gut Aua kriegt. Ja, er kann durch die Säule durch. Scheiße. Der hat mich eingekesselt. Hallo, ich komme hier nicht weg. Was ist Betrug? Ich konnte weder nach links noch rechts. Ich war da eingesperrt. Was soll das? So, ein zweites Mal wird das nicht passieren. Diesmal gehe ich all in. Nimm den Schild bitte weg. So. Wenn ich ernst mache, geht das auch viel einfacher. Ja, ich habe nicht ganz ernst gemacht. Wenn ich ganz ernst gemacht hätte, hätte ich noch den Talisman für volle, für Angriffskraft erhöhen, wenn ich volles Leben habe. Kann mich. Ja, ich kann von hier aus irgendwie rüber, ne? Ja, den Drachen hat's zerrissen ordentlich. Da ist ein Ort der Gnade. Sehr gut. So, zack. Und zack. Natürlich eben bei einem schmerzigen Ritter kurz vor dem Ort der Gnade verreckt. Man kennt ihn. Eine Falle! Also euch brauche ich nicht unbedingt, ne? Das muss nicht sein. Es blitzt. Von einem Drachen? Da hinten. Okay. Das ist zu tief. Könnte vielleicht für später eine Abkürzung sein. Okay, der Drache ist ein bisschen dumm, weil es die ganze Zeit hier blitzt. Ich denke mal, ich renne hier durch und versuche schnellstmöglich zu ihm hinzukommen und gucke mir das alles danach an. Ah, das war keine gute Idee. Vögel, verpisst euch! So, ich bin da. Verarbeite ihn zu Toast. Lol, warum hat er so wenig Energie? So, der Drache ist hinüber. Der gibt mir auch einen uralten Drachenstein. Kann der Vogel sich mal verziehen? Das war riskant. Wir gehen mal zum Portpunkt zurück.
Und wir rüsten mal meine Feuerball aus, dass ich hier ein paar Vögel rösten kann. Ich hab's fast vergessen. Der Vampirflaum ist durch ihn durchgegangen. Als ob ich bin. Okay, Blitz. Tötet sie leider nicht. Okay. Zwei Blitze. Aber der Feuerball hat nicht getroffen. Deswegen ist mir das zu doof. Ich glaube, wenn ich auf Blitztalisman umstelle, one-hit ich die. Ne, nicht heilige Angriffe. Blitz. Ich kann da per Leiter runter, aber ich lasse das erstmal. Gehe erstmal hier hin. So, an den kann ich jetzt mal testen, ob der stirbt. Ja! Wenn er von mir keine Notiz hat, auf jeden Fall. Dann müssen wir mal gucken, ob das auch bei den anderen Viechern der Fall ist. Der ist zum Beispiel nicht gestorben. Das missfällt mir etwas. Ich würde ja gerne mit den Feuerballen werfen, aber... Ah, warte mal. Ich benutze ja jetzt Vampirflammen nicht. Wir können den Damage erhöhen, dann sterben sie auf jeden Fall. Man muss sich ja nur zu helfen wissen, ne? So, der hat mich jetzt gesehen. Der hat eben knapp überlebt. Und jetzt stirbt er. Sehr gut. Da oben ist auch noch... Ja, die Geier... Die hätten sie nicht wieder auspacken brauchen. Die brauche ich persönlich nicht. Wo laufe ich jetzt eigentlich hin? Ah, hier unten. Okay. Wir nähern uns unserem Ziel langsam. Da muss ich nämlich an hin. Oh, da hinten leuchtet was Dickes. Hm, was war das? Ich gehe erstmal da oben hin. Wo noch ein paar Geier rumhängen. Da müsstest du ja irgendwie drauf kommen. Den Schacht da in der Nähe von Ort der Gnade, hier finde ich auch noch ein bisschen suspekt. Kommt man später bestimmt per Shortcut wieder hin. Da ist noch ein Vogel. Oh, hier ist eine goldene Saat noch. Ja, wie gesagt, ich brauche die persönlich nicht mehr. Irgendwo ist ein Vogel. Verzieh dich! Ja, natürlich versteckt er sich hinter der Säule. Noch ein Vogel. Verschwindet. Keiner mag euch. Hm. Ja, vielleicht für später, ne? Kann sein. So, ist hier noch was anderes außer der goldenen Saat? Wie der Vogel da hängt! Das verdient ihr, ihr blöden Scheißviecher. Okay. Ich denke, ich habe hier alles.
Dann holen wir uns das dicke Item, das hoffentlich nicht bewacht wird. Naja, vielleicht hat der Drache es bewacht. Ja. Ich sehe mich schon in New Game Plus mit einigen Waffen neu herum experimentieren, die ich interessant finde. Ich glaube, der Vogelbereich ist vorbei. Wir können wieder zurück switchen. Wo ist mein Dings? Hallo? Da! Okay. Komplett irre. Es blitzt wieder. Das kommt, glaube ich, von so einem Bestienmatch. Ja, der ist das. Naja, weicht aus, okay. Dann halt so. Dann halt so. So. Den mal so kalt machen, dass ich wieder volles Leben habe. So, die habe ich jetzt schon mal zweimal abbekommen, diese super heftige Combo. Also, die macht super viel Schaden. Das muss nicht sein. Kenne ich auch so von den Viechern gar nicht. Also bislang. Okay, da falle ich lieber nicht runter. Nein, der wirft! Schnell hier runter! Du schlimmer Finger! Wer ist das? Achso, das ist ein Bestienmatch. Das sah erst gar nicht so aus. Es kommen einige anscheinend. Oh, der hält ein bisschen mehr aus. Ah! Ich habe den Blitz nicht gesehen. Alter, richtig, richtig Glück gehabt. Der Blitz hatte mich, glaube ich, gekillt. Wo ist der Typ, der Blitze wirft? Müsste er sich nicht auch selber hochjagen dadurch? Hör auf damit. Klangperle 5. Okay. Ich müsste langsam in der Nähe der Brücke kommen, oder? Ja. Fahrstuhl. Lass mich mal kurz nach unten. Okay, kein Geheimnis.
Ort der Gnade. Den feiere ich. Naja, auf der Brücke geht es jetzt wahrscheinlich ein bisschen ab. Ich habe da ja von Weitem einen Baumwächter gesehen. Kann auch wieder hier nach hinten. Ein Baumwächter mache ich, wenn ich das hier mir angeschaut habe. Ich finde noch mal bei den Ort der Gnade vorher noch ein bisschen suspekt, dass da so ein Fahrstuhl nach unten war. Ja, da war ich, glaube ich, schon, ne? Da war... Das war hier, ne? Ja, da war ich. Okay, der ist tot. Den kann ich nicht anvisieren. Der steht also nicht auf. Der steht aber auf. Okay, manche stehen auf, manche nicht. Auch tot. Tot. Der da hinten lebt. Nächster Dunkelschmiedestein. Wait. Was ist das da? Oder vielmehr, wie komme ich da hin? Moment! Das ist doch da, wo ich war. Nee, ich war auf der unteren Ebene. Ah! Vielleicht kann man den Fahrstuhl dann nach oben holen. Hier kann ich auch runter. Und da ist ein Turm. Okay. Ich jumpe erstmal hier runter. Da steht noch einer. Das müsste ja da sein. Hier, da war der Schmelztiegel-Typ. Und hier ist der Gnadenpunkt. Ja, das ist der Turm. Und man kann den Fahrstuhl hochholen. Jetzt ist nur die Frage, kann man auch nach ganz unten fahren? Ja, kann man. Der fährt gar nicht zur mittleren Etage hin, habe ich den Eindruck. Oh, Kistchen! Oh, ein Set? Drachenritterhelm, Drachenritterrüstung, Drachenritterstulpen, Drachenritterbeinschutz. Wo ist die denn? Da. Die ist scheiße. Hat die irgendwelche Fähigkeiten? Eine Schwarzeisenrüstung der Drachritter verziert mit den Überresten eines erlegten Drachen. So will ein Zeichen stolzer Drachenjäger als auch den Beweis für die Teilnahme an der Kommunion. Der Humor besteht aus dem Flügelmembran eines Drachen. Ja, dann sollte die doch ein bisschen robuster sein, oder nicht? Also die Typen, die die angehabt haben, als sie aus Drachenjagd gegangen sind, tun mir leid. Das war nicht ein effektiver Schutz anscheinend. Und das war's, was es hier gibt. Okay, dann teste ich noch, ob der Fahrstuhl auf die mittlere Etage fährt. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wo ist der Eingang? Da? Ist da unten was? Ne, die ganze Säule fährt mit rum. Nein, auf die mittlere Etage hält der nicht an. Nur nach ganz oben oder nach ganz unten. So, ich muss mich ja mal, glaube ich, porten. Ich komme, denke ich, nicht zurück, ne?
Ja, das sieht so aus. Auf der großen Brücke. So, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, wo ich hin muss. Mit dem Fahrstuhl bin ich ja da hingekommen und hier komme ich zur großen Brücke hin, ne? Genau. Da hinten ist der böse, böse Baumwächter. Aber den anderen Gang wollen wir hier noch abchecken. Der blieb tot. Wenn ich nicht in die Richtung gehe, dann lassen die mich, denke ich, in Ruhe. So, dann gucken wir mal. Wer von euch lebt hier? Ihr scheint alle tot zu sein. Da drin wird es was Besonderes geben, denke ich. Eine Kiste. Invasion? Bernal. Ah! War das nicht der Typ aus Haus Vulkan? Ja, ich habe von denen die Quest nicht gemacht, weil ich Raikar zu früh besiegt habe. Blasphemische Klaue. Und ein Rüstungsset. Verschlingerzepter. Helm des Basishelden. Helm des Bestien. Basishelden. Bestienheld. Und was war das? Gunst der was? Ah. Das sieht mir nach einer Zauberei aus. Gelmirs Wut. Ne, da stand Gunst. Irgend. Da wir ihn in Gelmir getroffen haben, da ist ja Haus Vulkan, kann ich mir denken, dass das das ist. Das war irgendwas mit Vulkan. Das sind alles. Irgendwas mit G auf jeden Fall. Ich habe Gunst, meine ich, gelesen, aber das steht ja hier nirgends. Ja, es wird das eine da bei den Zaubereien sein. Und ich sollte mir vielleicht die Waffe angucken und. Talisman des alten Fürsten. Okay, das klingt auch irgendwie interessant. Verlängert die Wirkungsdauer von Zaubereffekten. Buffs also. Oh jo. Ne, steht Zaubereffekte. Keine Ahnung. Wie hieß die Bestienrüstung, ne? Die ist nicht schlecht, aber die ist schwer. 16,4, die ist schwerer als das, ne? Hm. Ich möchte die mal vergleichen mit der da. 17,2, 15, 15,9, 18,5, 18. Nimmt sich nicht so viel und ist leichter. Okay. Fällt für mich leider raus, weil ich nicht genug Kondition habe. So, und dann. So ein komisches Zepter habe ich bekommen. Verschlingerzepter, ne? Glaubenswaffe. Aber ich habe gesehen, wie er damit gekämpft hat. Optik sagt mir gar nicht zu. Und dann so eine Feuerklaue. Aber das war, glaube ich, ein Schlüssel-Item, ne? Was er gedroppt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er zwei Waffen droppt. Oder war das ein Talisman, den er gedroppt hat?
Ne, Schlüssel-Item war es nicht. War das ein Talisman, den er gedroppt hat? Oder doch tatsächlich eine zweite Waffe? Hier finde ich es auf jeden Fall nicht, Leute. Aber wir beenden mal die Folge. Ich schaue mir das an dem Video an, was das ist. Und dann schaue ich mir an, was das war. Wir machen nächstes Mal oben auf der Brücke dann weiter. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Das würde mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.